willkommen. Schön, dass Sie alle bei uns sind hier in Berlin. Es liegt Schnee draußen, aber wir sind gut gelaunt. Und Sie wissen, dass wir vergangenen Sonntag in Windeseile unser Thema geändert und über die neuen WikiLeaks-Dokumente diskutiert haben. Das war das dann aktuellere Thema. Deshalb war es auch richtig umzustellen. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir unser ursprünglich geplantes Thema nicht ebenso wichtig finden. Wir holen es deshalb heute nach. Wenn der Chef zum Feind wird, haben wir es genannt und dabei auch an diese Situation gedacht. Herr Opfer, reden Sie nicht, sondern sollen Sie für das die Zahlen jetzt verteilt werden. Meine Kollegen kümmern sich ja schon. Und so lange verlasse ich jetzt nochmal diese Pressekonferenz, bis Sie wenn Sie die Zahlen verteilt haben, sagen Sie mir Bescheid. Okay. Wie gut führen deutsche Chefs? Darüber diskutieren wir mit diesen Gästen, die heute freundlicherweise noch einmal zu uns nach Berlin gekommen sind. Und zwar der Drogerieunternehmer Dirk Rossmann, die Arbeitnehmervertreterin von Verdi Henrike Greven, der Arbeitgeberanwalt Helmut Naujoks, der Theologe Friedrich Schorlemmer und der Unternehmensberater Roland Jäger. Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Meine Damen und Herren, sind denn die Chefs zu autoritär oder sind Mitarbeiter zu wenig belastbar? Stress, Druck, Überlastung. Laut einer aktuellen Betriebskrankenkassenstudie werden immer mehr Angestellte psychisch krank, weil sie dem zunehmenden Druck im Betrieb nicht standhalten. Auch Tina L., die in Wirklichkeit anders heißt und nicht erkannt werden möchte, wurde, so sagt sie, ständig von ihrer Chefin unter Druck gesetzt. Ich wurde gedemütigt und gemobbt und das Ganze halt mit System. Die ständige Schikane, sagt sie, war nicht mehr zu ertragen. Ich hatte circa ein halbes Jahr lang Schweißausbrüche, Hautausschlag, Magenschmerzen und mir ging es einfach auch nicht gut. Ich war traurig, habe mich allein gefühlt, gedemütigt. Tina L. wird krankgeschrieben. Der Arbeitgeber, ein Hotelkonzern, kündigt ihr. Bis heute kämpft sie um eine Abfindung. Für Rechtsanwalt Hermann Gleustein kein Einzelfall. Er spricht von Bossing, also von Mobbing durch den Chef. Bossing ist aus meiner Sicht eine Erscheinung, die in der Arbeitswirklichkeit immer mehr zunimmt. Hintergrund dafür ist möglicherweise der wachsende Wettbewerbsdruck im Arbeitsleben. Die Erscheinungen sind vielfältig. Wir haben also Erscheinungen, wo Mitarbeiter vor Kollegen oder gar vor Kunden bloßgestellt und schikaniert werden. Die Folgen für die betroffenen Arbeitnehmer sind gravierend. Und unser Gast Friedrich Schorlemmer sagt über das Verhältnis von deutschen Chefs zu ihren Mitarbeitern: Der Fisch stinkt vom Kopf. Herr Schorlemmer, wenn Sie sagen, der Fisch stinkt vom Kopf, was lasten Sie den Köpfen dann an? Ich sage, wenn es von oben nicht stimmt, dann stinkt es von unten. Also wenn jemand seine Aufgabe als Chef nicht so wahrnimmt, dass er für die Wirtschaftlichkeit sorgt, aber gleichzeitig nicht in Fürsorge für die ihm Anvertrauten handelt, dann ist das Betriebsklima kaputt. Ich glaube, dann geht es auch wirtschaftlich nicht weiter. Aber da gehen dann auch Menschen kaputt dabei. Und Autorität, glaube ich, muss wahrgenommen werden. Auch Führung, wer führt, muss auch führen. Aber die Geführten müssen wissen, das ist jetzt eine gemeinsame Sache, für die wir miteinander verantwortlich sind. Und ein Chef muss auch in Fürsorge für seine Mitarbeiter da sein. Das Gefühl müssen sie haben und nicht bloß Erwartungen und immer mehr Erwartungen gegenüberstehen. Aber ich sage auch den Mitarbeitern, wenn sie kritisiert werden, wenn sie eine zu erbringende Leistung nicht gebracht haben, dürfen sie nicht gleich Mobbing rufen, sondern dann muss darüber geredet werden, ob diese Aufgabe nicht hätte erfüllt werden müssen. Also ich würde immer nach meiner Erfahrung sehr, sehr unterscheiden zwischen Menschen, die wirklich unter schweren psychischen Druck kommen und gemobbt werden und denen, die einfach der Aufgabe, die sie leisten sollen, nicht gewachsen sind. Das muss man denken. Und können Sie gewichten? Können Sie sagen, das ist mehr den Chefs anzulasten, weil Sie ja sagen, der Fisch stinkt vom Kopf her? Oder ist es mehr den Mitarbeitern anzulasten? Nein, das ist eine Frage nicht gelingender Kommunikation. Ich
könnte nicht sagen, die oberen funktionieren nicht oder die unteren nicht. Oft ist es ja auch so, dass ein autoritäres Verhalten auch Unterwürfigkeit produziert. Oder dass Leute die Verantwortung, die sie haben, nicht übernehmen, weil es so bequem ist, nicht verantwortlich zu sein und immer einen zu haben, zu sagen, der ist verantwortlich. Ich denke, auch die Mitarbeiter sind verpflichtet, mit Verantwortung zu übernehmen und ich finde, sich auch den Kopf des Chefs zu machen, wenn sie von ihm erwarten oder von ihr, der Chefin, dass sie sich den Kopf der Unterstellten macht. Nur so kann es gelingen. Das ist, denke ich, diese Kommunikation muss da sein. Das setzt aber voraus, dass die Chefs sind, müssen eine innere Souveränität haben. Sie müssen eine Autorität haben, die mit ihrer Persönlichkeit zu tun hat, aber auch sachkompetent. Und dann wird das auch anerkannt und dann funktioniert es auch. Herr Naujoks, Ihr Eindruck ist... Öffentlich wird anders gewichtet. Da sagt man immer, der Chef sei an allem schuld. Das ist so die gängige und schnell angewandte Empörungskultur. Aber Sie sagen, es stimmt nicht. Warum stimmt es nicht? Frau Will, Sie bringen es mit Ihrem Titel ebenfalls zum Ausdruck. Denn mit Ihrem Titel erklären Sie... Der Titel unserer Sendung, meinen Sie? Der Titel Ihrer Sendung. Mit Ihrem Titel erklären Sie den Chef kurzerhand zum Feind des Arbeitnehmers. Und deshalb ist es mir enorm wichtig, hier am Anfang der Sendung wirklich eines klarzustellen. Der Chef ist nicht der Feind des Arbeitnehmers. Ganz, ganz wichtig. Und das geht auch so ein bisschen in die Richtung. Und deshalb bin ich Ihnen auch dankbar, dass Sie mir diese Frage stellen. Wir haben hier in Deutschland eine Neigung, dass der Arbeitgeber per se als Täter und der Arbeitnehmer per se als Opfer dargestellt wird. Und das ist zu einseitig und das ist falsch. Wir haben aber im Film gezeigt, dass sehr viele Menschen unter Druck und Überlastung tatsächlich krank werden. Dass sie sehr leiden unter ihrem Job. Deshalb die Frage noch mal in die Richtung, wer trägt denn daran vor allen Dingen Verantwortung? Da will ich Ihnen mit einem Zitat daherkommen. Weiß nicht, ob Sie sich da noch für die Frage bedanken. Wer Druck verspürt, sagen Sie, leistet vielleicht zu wenig. Ist das also Ihre Erklärung, dass immer mehr Menschen unter ihrem Job leiden? Sie spüren zwar Druck, aber sie leisten in Wahrheit zu wenig. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich diesen Satz in der Form mal gesagt habe. Stimmt. Also, stimmt er denn nicht? Also was... Dass Sie noch mal den Satz freundlicherweise sagen? Ja, gerne. Sagen. Wer Druck verspürt, der leistet vielleicht zu wenig. Ist das Ihre Erklärung, ja, ich glaube, dass Frau immer Will, mehr Menschen unter ihrem, ja, Job leiden? Ich denke, Frau Will, was ich gemeint habe, ist Folgendes. Natürlich schätzt der Arbeitgeber Mitarbeiter, die hart arbeiten, die sich anstrengen, die ehrlich sind und in ihrem Bereich das Bestmögliche machen. Und ich denke, das habe ich damit gemeint. Wer trägt die Verantwortung, Frau Greven? Ich komme jetzt nicht ganz so genau mit, was der Herr Naujoks wirklich gemeint hat, aber dennoch. Wir kriegen es noch raus. Im weiteren Foul auf der Sendung. Wer nun die Verantwortung trägt und wem anzulasten ist, dass immer mehr Menschen Druck spüren und unter ihrem Job leiden? Wie verteilen Sie? Ja. Also man muss sich ja die Entwicklung in Deutschland anschauen. Wir haben mittlerweile 6,55 Millionen Menschen, die unter 9 Euro arbeiten müssen, weil sie ansonsten keine Alternative haben. Das macht Druck. Wir haben Umstrukturierung in den Betrieben. Wir haben Fusionen von Banken, jetzt gerade aktuell. Das bedeutet Arbeitsplatzabbau. Das macht Druck. Und das alles führt dazu, dass Menschen immer mehr leisten müssen, um überhaupt die Anerkennung zu bekommen. Und ich finde, dieses System ist einfach nicht richtig. Da geht es nämlich nicht darum, dass Menschen, die gute Arbeit leisten, auch dementsprechend bezahlt werden, sondern es geht darum, immer noch mehr rauszupressen. Es geht darum, wenn nötig, Personalkosten zu senken. Und dann wird überhaupt nicht mehr auf Leistung geachtet. Sondern da geht es nur darum, es geht nur noch um Kosten und es geht um Zahlen. Und da steht der Mensch überhaupt nicht mehr im Mittelpunkt. Und wer macht diesen Druck? Zum einen liegt es auch an dem System. Es gibt Unternehmen, denen ist es völlig egal, wie sich ein Unternehmen aufstellt, sondern dann wird argumentiert mit Wettbewerb zum Beispiel. Wenn der es für 3 Euro bekommt, zum Beispiel einen Stundenlohn, dann muss ich das auch nur so machen. Und der Druck wird über Führungskräfte an die Beschäftigten ganz klar weitergegeben. Ganz ist das die mittlere Führungsebene oder wer ist das? Ich glaube, da unterteile ich die Aussage von Herrn Schollmeier. Wenn es ein Unternehmen... Entschuldigung. Wenn es im Unternehmen
nicht stimmt, dann stimmt es von oben nicht. Ja. Und dann ist es egal, auf welcher Führungsebene wir uns da beschäftigen. Aber der Obere hat immer noch einen Oberen. Und häufig sind die, die da solchen Druck machen, steht wieder unter Druck. Nämlich dem Druck von Aktionären, dass möglichst viel verdient wird. Und die Aktionäre haben keine Leute mehr im Blick, sondern nur den Aktienkurs. Und dann wird keine Verantwortung mehr wahrgenommen, weil sie gar nicht mehr sichtbar ist. Aber der da verantwortlich ist, der steht mehr unter dem Druck der Aktionäre als seiner Mitarbeiter. Und das finde ich also ein Problem, das sich jetzt auch globalisiert. Herr Jäger, ich würde Sie kurz vorstellen. Sie trainieren Führungskräfte, Sie trainieren auch oft das mittlere Management, das wir schon kurz angesprochen haben. Sie haben selber Führungsverantwortung, Sie waren bei Banken, auch da im mittleren Management und haben sich also als Chef dann auch durchaus ausprobiert, wissen, was Sie Ihren Kunden, denjenigen, die zu Ihnen kommen, heute weitergeben. Insgesamt, was würden Sie sagen, sind die Chefs zu hart und machen zu viel Druck, geben zu viel Druck weiter, der Ihnen möglicherweise von anderer Seite gemacht wird? Oder sind die Angestellten zu weich, dass sich immer mehr Menschen von ihrem Job überfordert fühlen? Ich glaube sehr wohl, dass die Menschen sich da überfordert fühlen. Und das kann ich auch gut nachvollziehen. Und zu Recht überfordert fühlen, meine ich. Ja, zu Recht, das werden wir dann gleich noch sehen. Aber ich glaube, was Herr Schollemer ja auch gesagt hat, ist wichtig zu differenzieren. Und meine Erfahrung ist halt, dass ich noch eine Menge Chefs erlebe, die, wie ich sie nenne, zu kuschelig sind. Und zwar kuschelig im Unterschied zu, sie sind klar, sie sind deutlich, sie geben Orientierung und sie geben auch den Menschen Sicherheit. Denn Führungskräfte haben auch dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter Sicherheit und Klarheit darüber haben, wo die Reise hingehen soll. Und wenn dann der Druck von oben kommt und der Fisch, ja, der stinkt vom Kopf, das ist sicherlich richtig, da müssen wir, glaube ich, unterscheiden, aber warum stinkt der denn? Und für mich hat das viel damit zu tun, dass es eben auch Führungskräfte dafür achten und darauf achten und dafür sorgen müssen, dass sie eben die Mehrzahl der Arbeitnehmer, die einen guten Job machen, die sich darum kümmern, die an Leistung interessiert sind und die auch da sehr engagiert unterwegs sind, dass sie die schützen vor den wenigen 10-20% der Mitarbeiter, die es schaffen, durch Faulheit, durch Krankmachen und ähnliche Dinge sich von Arbeit zu entziehen. Und irgendjemand muss sie machen. Und das ist ganz klar, dass der Druck sich auf diese Arbeitnehmer auch erhöht. Und ich finde, da muss ein Schiff einfach viel, viel unkuscheliger werden, wie ich das so nenne, und einfach dafür sorgen, dass er die Guten in dem Sinne vor den anderen wirklich schützt. Und das heißt auch, von denen ganz klar und konsequent auch Leistung einzufordern und dafür zu sorgen, dass sie kommt. Und Ihr Eindruck, es gibt noch zu viele kuschelige Chefs? Es gibt zu viele kuschelige Chefs, die an einer Stelle den Mut nicht haben, einfach von Mitarbeitern, gerade von denen, die ich eben gesprochen habe, das einzufordern, wofür der Chef eben da ist. Denn ein Chef hat dafür zu sorgen, dass die erwarteten Ziele und Ergebnisse, dass die auch erreicht werden. Das hat er sicherzustellen. Und da kann es nicht sein, dass er auf der einen Seite, weil ein paar Mitarbeiter eben nicht ihre Leistung bringen, er davor aber Angst und Sorge hat, dass er auf der Beliebtheitsskala nicht mehr so weit oben ist, dass er dann dem Kleinen beigibt und dafür die anderen die Mehrarbeit machen lässt. Das finde ich nicht in Ordnung. Herr Rossmann, ein Unternehmen mit 30.000 Mitarbeitern, knapp 30.000 Mitarbeitern, die Drogeriekette Rossmann, die sich ein klein bisschen anders schreibt als Sie, aber es ist schon Ihr Unternehmen. Wenn Sie das hören, dass es noch zu viele kuschelige Chefs gibt, zählen Sie sich dazu? Mit keinem Einverstand und mit nichts einverstanden, was ich bisher gehört habe. Ah, sehr gut. Ich habe eine ganz andere Meinung. Ob die Chefs nun kuschelig sind, interessiert mich alles gar nicht. Ich bin der Meinung, Erfolg kommt am besten, wenn man Menschen mit ins Boot nimmt. Wir sehen es gerade beim Fußball. Hannover 96 ist Tabellenvierter. Gestern waren wir sogar Dritter. Das hat was mit Psychologie zu tun. Und das hat nichts damit zu tun, dass man zu viel Autorität hat oder zu wenig. Sondern man muss eine Firma führen mit Herz und Kopf. Und man muss wissen, dass Menschen keine Schachfiguren sind, die man beliebig hin und her schieben kann. Sondern man muss auch Menschen mögen und man muss sich einsetzen. Und man muss soziale Kompetenz entwickeln. Wir haben ein Seminarzentrum in der Lüneburger Heide. Wir machen seit über 30 Jahren psychologische Gruppen mit sehr kompetenten Psychologen, weil es nützt mir doch gar nichts, wenn ich Mitarbeiter habe, die jawohl sagen, Chef, aber im Grunde genommen, wenn ich aus dem Zimmer rausgehe, das Gegenteil denken. Nein, viele mit ins Boot zu holen. Viele Mitarbeiter sollten morgens mit Freude zur Arbeit kommen. Und diese Gemeinsamkeit spürt auch, ich komme aus dem Handel, der Kunde, weil der Kunde spürt, ob die Menschen wirklich dabei sind oder ob das nur eine aufgesetzte Freundlichkeit ist. Und das Wichtigste in meinem Tun ist, ein Klima zu schaffen in meinem Unternehmen, wo sich Menschen wohlfühlen. Und ich glaube,
soziale Kompetenz. Ist es kuschelig, Sekunde, den Satz zu Ende, Frau. Ja. Frau Will, dann sage ich nichts. Doch, aber Sie sollen ich habe die Erfahrung sagen. Gemacht seit vielen, vielen Jahren. Und Rossmann ist extrem erfolgreich, dass sich soziale Kompetenz und wirtschaftlicher Erfolg sogar bedingen. Und zwar unbedingt bedingen. Und die Unternehmen, die viel für ihre Mitarbeiter tun, da sind auch die Mitarbeiter mit Freude dabei und machen mit. Und wir haben auch, Frau Greven, zum Betriebsrat ein sehr gutes Verhältnis. Wir diskutieren kontrovers, aber immer im Respekt vor unserem Gegenüber. Und so macht es Spaß und ich komme morgens gern zur Arbeit. Und dennoch zum Thema, ja, wenn ich in mein Büro komme, Frau Will, dann sagt meine Sekretärin, lass mich bloß in Ruhe, wir duzen uns und ich habe hier Briefe zu schreiben. Also wir haben ein ganz lockeres Verhältnis miteinander, eine gute Energie. Und nur wenn die Energie fließt, dann ist ein Unternehmen auch wirklich erfolgreich. Ist das ist meine Kuschelig? Meinung dazu. Herr Jäger? Lass Herrn Jäger mal erklären lassen, ob das jetzt kuschelig ist, also wenn die Sekretärin sagt, sie schreibt halt ihre Briefe. Also ich finde es eine wunderbare Beschreibung. In einer solchen Kultur kann man sich wohlfühlen und das eine ist wohlfühlen, das andere ist aber, es muss am Ende auch etwas rauskommen. Das kommt und, bei uns. Entschuldigung, das lassen Sie mich das gerade Herr Rossmann noch weiter ausführen. Ja? Am Ende muss was rauskommen. Und nach meiner Erfahrung ist es eben so, dass eine Kultur, wenn die Leistung stimmt, wenn die Mitarbeiter also gerne dorthin kommen, weil sie auch eine Leistung erbringen wollen und weil das gewürdigt und wertgeschätzt wird, auch vom Chef, dass in einer solchen Kultur natürlich auch Spaß und Freude dabei ist. Aber für mich wäre die Frage immer der Reihenfolge. Und ich muss ehrlich sagen, eine Kuschelkultur, ob da dann am Ende Leistung rauskommt, das stelle ich in Frage. Aber dass bei einer Kultur, wo Leistung ein Wert ist, wo sie auch belohnt wird und auf der anderen Seite aber auch die Schlechtleistung eben auch durch den Chef in geeigneter Art und Weise sanktioniert wird, nämlich indem er sie einfach einfordert von seinem Mitarbeiter. In einer solchen Kultur macht es genauso Spaß. Machen Sie das auch, Schlechtleistungen einzufordern? Schönes Wort übrigens. Schlechtleistungen? Ich weiß gar nicht, was das ist. Was ist das? Wir strengen uns an. Wir strengen uns an als Management und wir tun viel für die Mitarbeiter und es kommt viel zurück. Was meinen Sie damit? Schlechtleistung? Oh, bei Ihnen sind alle zu 100% auf dem gleichen Leistung. Das würde ich, Herr Jäger, doch hier nie behaupten. Auch so. In meinem Unternehmen gibt es Streit und Ärger und Konflikte. Aber es kommt darauf an, was unterm Strich bei rauskommt. Selbstverständlich. Und da sage ich Ihnen, mein Unternehmen arbeitet seit 13 Jahren jedes Jahr mit zweistelligen Zuwachsraten bei Umsatz und Gewinn. Und die Leute ziehen mit. Und absolut. Ich bin stolz auf meine Mitarbeiter. Und ich sage Ihnen, meine Mitarbeiter, meine Kassiererin in Flensburg und München, die haben heute Angst, heute Abend, dass der Chef sich blamiert. Aber die brauchen keine Angst haben, ich werde mich nicht blamieren. Das ist Teamgeist, ja? Ich will Ihnen ein Beispiel zeigen. Damit wir uns vielleicht noch mal gemeinsam anschauen, wie kann man Mitarbeiter führen und wie macht man das. Und stellen dabei die Frage, muss ein Chef gelegentlich auch mal auf den Tisch schauen, damit der Laden läuft? Jenny, das ist zu laut. Das ist zu laut. Tim Raue ist Unternehmer und prominenter Sternekoch in Berlin. Wer bei ihm erfolgreich mitarbeiten will, der muss mit Druck und klaren Kommandos zurechtkommen. Ja, das geht so nicht weiter. Bleib zu, Jenny. Warte nicht. Schneller. Ihr seid zu langsam. Das ist so, wie wenn du wirklich zur Armee gehst. Du wirst erstmal fertig gemacht, du bist nichts, du taugst nichts, du kannst nichts. Und das Wichtigste in der Küche ist ja nicht, dass du der körperlichen Belastung standhältst, sondern der mentalen. Dass du willens bist, dich zu quälen. Das ist am Anfang purer Masochismus. Das ist so. Da müssen wir alle durch. Ich habe auch Scheiße gefressen 3 Jahre lang. Disziplinlosigkeit oder Faulheit in Raues Küche Fehlanzeige. Wenn wir aber merken, dass sie keinen Bock haben, dass sie nur hier sind, um die Zeit abzusitzen, dann können wir sie so tyrannisieren, dass sie gehen. Und das geht in der Küche. Das ist so einfach. In der freien Wirtschaft gibt es ja dann so Worte wie Mobbing oder so. Für mich ist das nur die natürliche Auslese. Herr Rossmann, was haben wir jetzt da gesehen? Jemanden, der stark führt oder jemanden, der seine Mitarbeiter mobbt und schikaniert? Tja. Das bin ich mal. Soll man andere antworten? Herr Jäger, Sie schulen solche Menschen. Ist das jemand, der stark führt oder jemand, der seine Mitarbeiter schlecht behandelt? Zunächst mal hat er offensichtlich klare Erwartungshaltung. Und ich glaube, es ist wichtig, dass ein Chef eine klare Erwartungshaltung hat. Ich könnte jeden verstehen, der sagt, er möchte nicht unter diesen Bedingungen arbeiten. Kann ich jeden verstehen. Und ich glaube, das muss man sich auch gut überlegen. Und daran wird mir auch liegen, dass eben der Mensch, der Arbeitnehmer, sich auch die Frage mal stellen muss, will ich unter diesem Chef, mit so einem Chef arbeiten? Und ich finde, das Wichtigste ist, wenn er diesen Chef aus welchen Gründen auch immer nicht
mag, nicht leiden kann und der diesen Druck auch nicht aushalten möchte, dann finde ich, hat er das gute Recht, den Chef abzuwählen und sich einen anderen zu suchen. Ja, aber das ist ja genau nicht so einfach, Herr Jäger. Das ist ja genau das Problem. Also die Wahlmöglichkeit haben ja oft Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eben nicht, ja, sondern herrscht ein richtig harter Konkurrenzkampf auf dem Arbeitsmarkt. Und es ist eben nicht so, dass Arbeitnehmer sagen können, oh, wenn ich mit meinem Chef nicht gut klarkomme, habe ich noch 10 Stellen, weitere Stellen, wo ich dann hinwechseln kann. Und dann muss man sich irgendwie arrangieren und da muss man das ertragen. Und dann werden natürlich viele Menschen, wie auch in dem Anfangsbericht gezeigt, ja auch krank, weil sie diesen Druck und diese Umgehensweise, die ich auch wirklich schrecklich finde. Ich finde so ein Verhalten menschenunwürdig. Also klare Ziele zu haben und klare Ziele zu formulieren, da bin ich aber ganz nah bei Ihnen. Aber wenn es darum geht, wie ich sie umsetze, dann glaube ich, gibt es einen deutlichen Dissens zu dem, was wir gerade gesehen haben. Nennen Sie das Mobbing? Also ich würde es nicht Mobbing nennen, weil Mobbing betrifft ja eher die Mitarbeiter untereinander. Aber so ein Führungsstil würde ich schon Bossing nennen, weil das ist ja ganz klar ja vom Chef aus. Ein Satz noch? Mhm. Natürlich. Okay. Und die Frage ist ja, und da würde ich gerne nochmal bei Herrn Jäger, aber auch bei Herrn Rossmann ansetzen. Ich glaube, eine gute Führungskraft muss 3 Kompetenzen oder 3 Sachen gut machen. Einmal leiten, führen und managen. Und das heißt, ein Betrieb muss gemanagt werden. Und es muss klar sein, wohin die Reise geht. Es muss geleitet werden, es muss Kontrollen geben, es muss eine Zielvereinbarung geben. Aber es muss eben auch gut geführt werden. Und genau dieses Gutführen, soziale Kompetenzen, das ist, glaube ich, in den letzten Jahren, außer natürlich bei Herrn Rossmann, aber in vielen anderen Unternehmen eher in die Vergangenheit, runtergerutscht. Herr Schorleme, Tim Raue sagt ja, er muss es so machen, das geht gar nicht anders. Also finden Sie das okay, wie er dann seine Mitarbeiter motiviert, führt? Und das ist ein Unterschied. Hm. Und der versetzt seine Mitarbeiter in Angst und denkt, das ist Motivation. Ich finde, ein Chef muss auch kontrollieren. Und die müssen auch Respekt vor ihm haben, in einem doppelten Sinn, aber in einem Respekt. Den haben sie aber umso mehr, wenn er auch einen Respekt vor seinen Mitarbeitern hat. Und wenn man in Betrieben zu einer Kultur der Anerkennung kommt. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass alle die Chefs sind. Wenn sie ein bisschen Platz haben noch. Ja? Also Führungskräfte müssen regelmäßig geschult werden. Ja. Denn je länger man führt, desto mehr kann es passieren, dass man die Macht, die man hat, nicht mehr hat, sondern die Macht einen selber hat. Und man das nicht mehr reflektiert. Also ich denke, einer, der führt, muss auch Selbstreflexion immer wieder lernen. Die hat er nicht. Der fragt nur danach, funktionieren die hier? Und ansonsten könnt ihr gehen. Das ist keine Atmosphäre, die ich mir wünsche. Das ist das, was in der Studie vorgestern bei tagesschau.de stand, dass wir also zur sozialen Vereisung kommen, wenn das zum Prinzip würde, was wir eben gesehen haben. Herr Neujobs, Sie sind Rechtsanwalt. Ihr Spezialgebiet ist eigentlich unkündbare Mitarbeiter sehr wohl zu kündigen. Sie sind ganz klar auf der Seite der Arbeitgeber und der Chefs. Wie haben Sie es beobachtet? Ist das schon eine Art von Mobbing, Bossing, was Herr Raue da macht? Übrigens haben wir den auch angefragt, aber er hat gesagt, er muss kochen. Er kann nicht kommen. Also eines ist sicherlich unstreitig, das ist nicht die Realität in der deutschen Wirtschaft. Ich arbeite so viel mit Arbeitgebern zusammen, jeden Tag. Und meine Überzeugung ist in der Tat, dass die Arbeitgeber ein ureigenes Interesse haben, vertrauensvoll mit dem Mitarbeiter zu arbeiten. Und deshalb erachte ich diesen Beitrag auch insofern, Sie sehen es mir nach, als sehr, sehr einseitig. Ich denke mal, was... Aber um es klar zu sagen, Tim Raue ist ein erfolgreicher Mann. Also wir wollen ihn jetzt auch nicht schlecht reden. Sie sagen, das ist so ungewöhnlich. Das ist ein ganz erfolgreicher Mann. Ja, aber das, was er gesagt hat, das ist für mich ein Einzelfall. Mhm. Also so wie ich auch meine Mandantschaft, ich denke natürlich jetzt speziell auch an meine Mandantschaft kenne, das kenne ich nicht. Mhm. No. Aber vielleicht doch noch mal auf Ihre Frage selber eingehend. Wir sollten heute in dieser Sendung, und das ist auch so meine stille Hoffnung, dass wir an den großen Schrauben drehen. Das heißt, wir sollten nicht mit dem Zeigefinger auf den anderen strecken und darüber diskutieren, wer ist jetzt schuld daran, sondern meine stille Hoffnung ist, dass wir heute zusammenkommen und natürlich auch über Lösungen uns unterhalten. Also wie kann man dieses Problem, was ja nun mal existent ist, lösen? Immer super, zu Lösungen zu kommen. Nur tatsächlich müssen wir jetzt erstmal das Phänomen verstehen. Worum geht's denn überhaupt? Wir haben angefangen, damit uns anzuschauen, wie
kann das sein, dass immer mehr Menschen ihren Job als überfordernd, belastend empfinden? Und da muss man rauskriegen, an wem liegt das? Und wie kann man es neu ordnen? Von mir aus sind wir dann ganz am Schluss auch bei der Lösung. Aber erstmal will ich doch verstehen, und da frage ich Sie als derjenige, ja, der nun erklärtermaßen ja auf Seiten der Arbeitgeber steht, halten Sie sowas, ein Phänomen wie Mobbing, überhaupt für eins, das der Analyse bedürftig ist, oder sagen Sie, gibt es gar nicht? Nee, doch. Also das ist schon wichtig. Also der Einzelfall, den müssen wir uns anschauen, den müssen wir auch analysieren. Und letztendlich entscheidet natürlich auch der Richter im Sinne des Gesetzes. Jeder Arbeitnehmer, der sich gemobbt fühlt, hat natürlich die Möglichkeit, zu dem Anwalt zu gehen, vors Gericht zu gehen und da natürlich das entsprechend auf den Punkt zu bringen. Und letztendlich wird der Richter im Einzelfall entscheiden, ob es sich eben halt nun um einen Mobbingfall handelt oder nicht. Natürlich. Aber Sie wissen, Sie wissen doch, wie das läuft. Gerade wenn es um Mobbing geht, dann ist doch immer, steht immer Aussage gegen Aussage. Also wir als Betroffene diesen Weg zu gehen, den ja auch das Gericht oder die Gesetze vorsehen, finde ich ganz schwierig. Also wir plädieren eigentlich für was anderes. Wir sagen, es muss öffentlich gemacht werden. Da, wo es Betriebsräte gibt, muss man es thematisieren und sich Bündnispartner suchen oder möglicherweise auch in bestimmten Situationen an die breite Öffentlichkeit zu gehen, um zu sagen, die Missstände, die es in einem Betrieb gibt, müssen zum Teil öffentlich gemacht werden, weil die Öffentlichkeit kann ja dann entscheiden, gehe ich dann noch einkaufen oder wie verhalte ich mich dem Betrieb gegenüber. Also den Klageweg einzuschalten, gerade was Mobbing angeht, das ist richtig schwierig, weil die Beweislast liegt immer beim Arbeitnehmer in so einem Fall. Ja, aber Frau Greven, wir leben in einem Rechtsstaat und da soll es nicht über das Mediale geben. Es soll hier keine dritte Instanz geben. Ich weiß, dass Verdi gerne mit dem Begriff Schandurteil arbeitet, wenn ein Urteil kommt, das Verdi nicht gefällt. Wir leben in einem Rechtsstaat, das heißt nochmals, jeder Arbeitnehmer hat die Möglichkeit, zum Anwalt zu gehen und natürlich werden dann die Richter im Sinne des Gesetzes entscheiden. Und das ist der erste Weg, nicht das Mediale. Ich denke, man muss erstmal eine Atmosphäre schaffen, in der sowas nicht passiert. Genau, da bin ich genau der Meinung. Ja, wenn Leute Angst haben, das ist sowas von unproduktiv. Geht Ihnen recht, ja. Wenn Leute Angst haben, dass sie rausgeschmissen werden, dann fragen sie, wer wird rausgeschmissen? Und dann geht, was sagen, die Kette der menschlichen Gemeinheit los. Nämlich jeder guckt aus dem Augenwinkel, bin ich's oder bist du's? Und wen machen wir jetzt fertig? Und bei wem finden wir vielleicht auch die stille Zustimmung des Chefs? Also man muss auch, wenn man das erlebt, dass ein Mensch sich also krank wird in der Arbeit an den Kollegen, müssen andere Kollegen auch da sein und für den einstehen. Und dafür ist der Chef wieder mitverantwortlich, so etwas zu fördern und nicht eine solche Atmosphäre des Misstrauens, der Bösartigkeit, der Verleumdung, der Gerüchte, des Nichtbeachtens und so. Und ich finde nach wie vor, die beste Hilfe wäre, wenn wir zu einer Wirtschaftskultur der Anerkennung kommen, dann kann man auch besser fordern. Also wer anerkannt wird, der wird auch eine größere Leistung bringen, denn wenn er, ich würde sagen, mit Glückshormonen arbeitet, ist die Leistung auch besser und das finden die Kunden auch besser. Also ich wollte nur sagen, dass und wenn erst einmal dieses Gift drin ist in einer Arbeitsgruppe, ist es schwer rauszukriegen. Und wer dann zum Gericht gehen muss und sogar noch Recht kriegt, muss dann wieder zurück in seinen Betrieb, ist doch ganz hart. Also insofern, das muss präventiv behandelt werden. Man muss es auch unterbinden. Martin Luther hat von den Zungensünden gesprochen, für die wir sehr anfällig sind. In der Auslegung übrigens des 5. Gebotes sollst nicht töten und dem Gebot, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Und hat da, was haben wir, einen Katalog aufgemacht für die Gemeinheit, zu der wir alle in der Lage sind, wenn die Bedingungen so sind, dass das auch noch gefördert wird. Herr Vollmann, wir müssen natürlich auch größere Zusammenhänge sehen. Ich rede jetzt mal nicht vom Handel, ich rede jetzt mal von der deutschen Industrie. Ja. Die gesamte deutsche Industrie steht enorm unter Druck. Die Asiaten produzieren zu Dumpingpreisen. Wir wollen auch unsere Arbeitsplätze erhalten. Wir wollen auch wirtschaftlichen Erfolg haben. Wir haben es ja Gott sei Dank. Wir haben ja wieder steigende Zahlen der Arbeitsplätze. Also auch die Unternehmer stehen unter Druck. Und es gibt auch schwierige Situationen, nicht nur bei Arbeitnehmern. Es gibt auch bei Unternehmern Druck, die versuchen, die Arbeitsplätze zu halten. Und ich denke, man muss auch mal sagen, man muss auch mal ein ganz großes Kompliment machen an Arbeiter, Angestellte, Ingenieure, auch an die Gewerkschaft, auch an die Politiker. Ich finde toll, was die Große Koalition geleistet hat mit
Steinbrück, Frau Merkel, Steinmeier. Wir haben die schwerste Wirtschaftskrise. Sekunde, das muss ich sagen. Wir haben die schwerste Wirtschaftskrise hinter uns, die man sich nur vorstellen kann. Unternehmen wie MAN hatten plötzlich 90% weniger Aufträge. Und unter diesem Druck haben auch die Unternehmer, die Manager gestanden. Und insofern gibt es auch schwierige Situationen. Aber wir haben sie gemeinsam, alle gemeinsam gut bearbeitet und Deutschland vorangebracht. Und das muss auch mal gesagt werden. Ja, aber dann will ich den Gedanken aufnehmen von Herrn Vorlemmer, der sagt, Herr Jäger, es müsse sowas wie eine Kultur der Anerkennung geben. Kann man sich das leisten in diesen druckvollen Zeiten, in Zusammenhängen, die ganz klar auf Effizienz und auf Renditemehrung gebürstet sind und das auch gebürstet sein müssen? Ja, ich sehe den Widerspruch noch nicht. Warum kann man nicht anerkennen? Ja, irgendein Widerspruch muss ja da sein. Aus irgendeinem Grund fühlen sich ja Menschen in riesiger Zahl überlastet und überfordert und leiden darunter und werden krank. Irgendwo ist ja ein Widerspruch. Ganz so easy going läuft es ja nicht. Ne? Ja, aber die Frage der Anerkennung hat auch viel damit zu tun, dass ein Chef genau das auch eben tun muss. Da sind wir bei der Frage der Rolle des Chefs, der Aufgabe des Chefs. Und Sie können ja, egal welche Untersuchung, welche Mitarbeiterbefragung Sie rausnehmen, da kommt leider, wie ich finde, immer das Gleiche raus. Da kommt immer raus, der Chef lobt nicht genug, der gibt nicht genug Wertschätzung, nicht genug Anerkennung. Also die Frage wäre für mich an der Stelle einerseits, dass der Mitarbeiter natürlich da auch seinen Beitrag leistet und die Mehrheit macht das doch. Also die Mehrheit gibt doch den Chefs eigentlich viele Gründe, um sie zu loben. Die Minderheit aber nicht. Und jetzt ist ja die Frage, wenn ich auf der einen Seite nicht lobe, auf der anderen Seite aber dann auf die Mitarbeiter, wenn sie denn mal nicht die Leistung bringen oder wenn sie Leistung bringen, es nicht anerkenne. Das finde ich ist sehr gefährlich, aber für mich wäre das trotz alledem kein Widerspruch vorliegen. Dann will ich es anders rausreden. Herr Naujoks, wie gut läuft Ihr Geschäft? Sehr gut. Wenn Sie sagen, es läuft, oder können Sie uns sagen, da haben Sie ja die Zahlen im Kopf, läuft es immer besser in den letzten Jahren? Ich bin zufrieden, Frau Will. Dann stellen wir Ihnen Herrn Naujoks noch mal ein bisschen genauer vor und legen Ihnen auch da, was er macht und wofür er sich einsetzt. Herzlich willkommen auf meiner Homepage, meine Damen und Herren. Ich bin Rechtsanwalt Helmut Naujoks, Gründer einer Anwaltskanzlei, die ausschließlich im Arbeitsrecht tätig ist und dabei ausschließlich Arbeitgeber vertritt. Arbeitgeberinteressen. Darum geht es unserem Gast Helmut Naujoks. Er hilft Unternehmen, selbst die Mitarbeiter loszuwerden, die eigentlich als unkündbar gelten. Auf seiner Homepage wirbt er per Videobotschaft für seine Seminare. Rund 10 Jahre gibt es jetzt schon meine Fachseminare. Und wie viele Seminare habe ich in dieser Zeit gehalten? Die Titel seiner Seminare sind eindeutig. Faulenzern kündigen. Kündigung von Unkündbaren oder Kündigung von Betriebsratsmitgliedern. Ich darf Ihnen mein Seminar Faulenzer, Blaumachern, Arbeitsverweigerern und Schlechtleistern kündigen vorstellen. Es gibt keine Arbeitnehmer, die in Deutschland unkündbar sind. Man muss die richtige Rechtsprechung kennen. Das ist das Entscheidende. Fehler vermeiden, damit Sie nicht am Ende sich schwarz ärgern darüber, dass Sie einem Arbeitnehmer horrende Abfindungssummen noch mit auf den Weg geben mussten. Ich freue mich auf Ihren Besuch, darf mich bei Ihnen für Ihr Interesse bedanken. Dankeschön. Christina Frank von Verdi Stuttgart beobachtet das Vorgehen von Helmut Naujoks seit Jahren. Sie sagt, Herr Naujoks sucht so lange, bis er unter 100 Punkten den einen Grund zur Konstruktion des Rauswurfs findet. Er ist ein fürchterlicher Rausschmeißer. Er arbeitet nach meiner Einschätzung mit einem durchgeplanten Mobbing-System. Herr Naujoks, ist das eigentlich dann für Sie eine Art Auszeichnung, dass eine Gewerkschaftsfrau ein System ausmachen kann, nachdem Sie arbeiten? Also, Frau Will, erstmal wundere ich mich, dass Sie hier scheinbar Ihrer journalistischen Sorgfaltspflicht nicht nachgekommen sind. Nee. Denn sonst wüssten Sie. Das legen Sie mir aber jetzt auseinander. Denn sonst wüssten Sie, Frau Will, das darf ich sagen, Frau Will, dass gerade aufgrund fehlerhafter Informationen durch Frau Frank Verdi verurteilt worden ist, zu meinem Nachteil ein hohes Ordnungsgeld zu bezahlen. Mehrfach hat Verdi versucht, in den letzten Jahren so dermaßen falsche Informationen über mich zu verbreiten, dass die Gerichte jeweils gesagt haben, halt, das ist rechtswidrig, das ist Beugung des Rechts und das wollen wir nicht haben. Ja. Und deshalb ist Verdi verurteilt worden zu einem hohen Ordnungsgeld. Und das, was jetzt gerade hier in diesem Beitrag gezeigt worden ist,
geht genau in die gleiche Richtung. Nur, dann darf ich meiner journalistischen Sorgfaltspflicht an dem Punkt nachkommen und sagen, das bezieht sich ja überhaupt nicht auf das Zitat von Frau Franke, sondern es ging um was anderes. Es geht in die Richtung. Unterstellungen, ja, Frau Will, das waren 2007, ich weiß, dass es dieses Verfahren gab. Nur, ehrlich gesagt, wir haben ja erst die ganze Zeit immer nur Sie zitiert. Würden Sie da auch sagen, dass es fehlerhaft von uns bearbeitet? Nee, ne? Also, das haben wir schon richtig gemacht. Das war schon so richtig, ja. Genau. Und tatsächlich will ich ja einfach nur Ihr Prinzip verstehen. Will Ihr Prinzip verstehen und will es übrigens auch gar nicht, indem ich Sie angreife, verstehen, so sondern tatsächlich anknüpfen an das, was wir eben hatten. Ja. Ich suche ja noch nach der Wahrheit in dem, in dem großen Wirtschaftssystem, wo man sagt, würde es funktionieren über eine Kultur der Anerkennung? Wenn es so ginge, hätten Sie praktisch nichts mehr zu tun. Deshalb habe ich Sie gefragt, läuft Ihr Geschäft ganz gut? Naja, also in einem gewissen Sinne, wenn das Betriebsverfassungsgesetz konkretisiert werden würde. Ich habe in diesem Jahr das Schwarzbuch Betriebsrat veröffentlicht und habe rauf und runter über die Missbrauchshandlung von Betriebsräten berichtet. Natürlich, wenn das Betriebsverfassungsgesetz entsprechend konkretisiert werden würde, gäbe es all diese Missbrauchshandlungen nicht. Und ich werde vor allem dann eingeschaltet, Frau Will. Und das ist das Entscheidende, wenn es diese Konfliktfälle gibt. Und die gibt es eben nun mal. Und da sehe ich meine Aufgabe dran, der Mandantschaft zu helfen. Das ist meine Arbeit. Jetzt sind wir an dem gemeinsamen Punkt, auf den ich wollte. Ich würde Sie gerne mal einladen, also weil sicherlich, Sie haben ja sicherlich Einzelfälle da im Kopf, wo Betriebsräte möglicherweise irgendwas nach Ihrer Auffassung nicht richtig machen. Ich lade Sie gerne mal ein in meinen Bezirk nach Mühlheim und nach Oberhausen, wo Sie dann mit ganz vielen Betriebsräten reden können, zu sagen, was machen eigentlich die Kolleginnen und Kollegen den ganzen Tag? Unter welchem Druck stehen die auch? Die sind nicht alle freigestellt, die haben nebenbei noch ihre normale Tätigkeit, die sie verrichten. Wie sieht die Entwicklung in den einzelnen Betrieben aus? Mit was beschäftigen sich Betriebsräte denn heute eigentlich? Und wie klappt das auch in vielen Betrieben, eine gute Zusammenarbeit zwischen Betriebsräten und Unternehmensleitung oder Geschäftsleitung? So wie es ja auch im Gesetz vorgeschrieben ist. Der Punkt ist, Herr Naujoks gewinnt ja sehr viele seiner Prozesse. Nicht alle. Aber sehr viele. War es dann nicht genau richtig, dass man ihn um Hilfe gebeten hat, um diese Mitarbeiter zu entlassen? Nein, also die Frage ist ja, wenn man sich das anschaut, was ich gelesen habe, möglicherweise ist das nicht alles korrekt, geht Herr Naujoks ja so vor, indem er Betriebsräten von den Rest der Belegschaft spaltet. Ach, ja, indem er sagt, und so wird vorgegangen, eine Spaltung vorzunehmen oder übertarifliche freiwillige Zahlungen sozusagen nur den Menschen zu geben, die dem Unternehmen getreu sind. Und das ist eine Verfahrensweise, die eben nicht okay ist. Es führt dazu, dass Menschen völlig zusammenbrechen. Menschen, dass Familien, also dass Briefe von einem Unternehmen, was sie ja auch betreut haben, samstags vormittags in der Familie zugestellt werden, damit man es vor versammelter Mannschaft in der Familie diskutieren kann, dass Betriebsräte oder Betroffene wieder eine Kündigung bekommen. So weit geht es. Und das sind Machenschaften, die nicht okay sind, die nichts mit Gesetz und Ordnung zu tun haben, sondern es geht darum, ja, im Prinzip Menschen kaputt zu machen. Und das sind die Sachen, die mir auch bekannt sind. Und das tut mir leid. Das hat mit ordnungsgemäßen Vorgehensweise nichts zu tun. Frau Gräben. Frau Gräben. Das, was Sie jetzt gemacht haben, war nichts anderes als banalisieren, personalisieren und skandalisieren. Und zu unterstellen. Und das hat nichts. Und das hat nichts mit Verantwortungsbewusstsein zu tun. Und nochmals, wer rechtswidrig gehandelt hat, ist Verdi. Mit Sicherheit nicht ich. Also ich glaube, wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir auch Ihre Vorgehensweise in die Öffentlichkeit reinbringen. Und wo man sagen kann, man muss es diskutieren. Wenn Herr Naujoks irgendwo auftaucht, müssen alle eigentlich in der Alarmbereitschaft sein. Und da muss man sehr genau als Betriebsrat schauen und früh genug erstens im Betrieb es diskutieren und zweitens in Städten das zu diskutieren. Und ich hätte richtig viel Spaß, wenn so ein Vorgang in meinem Bezirk mal passieren würde. Dann glaube ich, wären wir nicht nur hier bei Anne Will oft zusammen, sondern auch in anderen Sendungen. Weil ich finde, sowas muss man thematisieren und skandalisieren. Und weil so eine Vorgehensweise ja nicht korrekt ist und nichts mit einer vernünftigen Umgehensweise mit Beschäftigten zu tun hat. Also Frau Will, da muss ich schon drauf antworten. Frau Gräben, das ist im höchsten Maße doppelzüngig und scheinheilig, was Sie hier sagen. Und ich empfehle einfach mal den Zuschauern,
auf die Homepage des Verbandes der Gewerkschaftsbeschäftigten zu gehen. Da nicht werden jetzt, Sie, meine Damen und Herren, vielleicht da werden nach Sie, der Sendung. Da werden Sie, ja, in der Tat nach der Sendung. Nochmals, des Verbandes der Gewerkschaftsbeschäftigten, da werden Sie Stichworte lesen wie Scheinwerkverträge bei Verdi in Hamburg, einer wehrte sich erfolgreich, oder ein anderes Dokument, Verdi als mieser Arbeitgeber, Gewerkschaftsbeschäftigte klagen gegen Zwangsdarlehen, oder hier eine E-Mail-Information des Verbandes der Gewerkschaftsbeschäftigten, weitere Verschlechterung der Arbeitsbedingungen bei Verdi, Desaster droht. Frau Greven, solange Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Verdi als miesen Arbeitgeber darstellen, sind Sie aus meiner Sicht hier gar nicht der richtige Gesprächspartner. Frau Greven, ich würde mir wünschen, dass die Arbeitsbedingungen, die es bei Verdi gibt, überall gibt, weil dann hätten wir, ich und wir und als Verdi ganz, ganz wenige, ganz, ganz Das sind Probleme. Ihre eigenen Leute, ne? Verband der Gewerkschaftsbeschäftigten. Gehen Sie mal auf die Homepage. Lassen Sie mich bitte einen Satz, darf ich mal einen Satz dazu sagen? Herr Rossmann, ich würde Sie auch gleich fragen, aber lassen Sie vielleicht für unsere Zuschauer auch ein bisschen soweit Ordnung reinbringen, dass wir auf das Prinzip nochmal kommen. Was wir ja verstehen wollen, ist es möglich, eine absolute Kultur von Anerkennung zu machen, oder gibt es eben auch Fehlverhalten von Arbeitnehmern auch, bei denen ein Arbeitgeber, und da kennen Sie sich rasend gut aus, sagt, oh, da habe ich echt Schwierigkeiten, überhaupt was mitzumachen. Ich will sagen, das Prinzip, das Herr Naujoks bedient, nämlich, dass er hilft, wenn Menschen unkündbar sind. Brauchen Sie das auch? Also das sind für mich zwei Dinge. Ich wollte Ihnen erst mal sagen, Frau Greven, ich kann mich an Fälle erinnern, es sind nicht viele, Gott sei Dank, dass Geschäftsleitung und Betriebsrat froh waren, dass bestimmte Leute unseren Betrieb verlassen haben. Denn es gibt einzelne Menschen, die so viel Unfrieden machen, also die mobben, also nicht Chef. Sowas gibt es auch. Und dann versuchen wir natürlich immer mit dem Betriebsrat. Und oft kommt auch der Betriebsrat, also das geht gar nicht. Es gibt Abteilungen, die wunderbar zusammenarbeiten. Da kommt ein Neuer oder eine Neue rein und schon ist das ganze Klima weg. Und gut, und das gibt es. Wie lösen Sie es dann? Sie natürlich, buchen ja wahrscheinlich nicht Herrn Naujok. Nein, wir arbeiten in erster Linie vertrauensvoll mit dem Betriebsrat zusammen und suchen Lösungen. Ja? Und wir haben ein gutes Einvernehmen mit dem Betriebsrat. Und oft ist es denn so, wenn die Geschäftsleitung deutlich sieht, dass die und die Person wirklich destruktiv ist, dann sieht es der Betriebsrat fast immer auch so. Das kommt bei uns nicht häufig vor, aber es kommt vor. Ich wollte zu Ihrem Satz absolut sagen, absolut geht überhaupt nicht. Mhm. Weil Menschen sind fehlbar. Menschen haben schlechte Tage, Menschen haben Krisen, Liebeskrisen, was weiß ich, gesundheitliche Krisen. Es ist auch manchmal so, das muss man auch sagen, dass sich Menschen nicht gut fühlen, weil es im Betrieb nicht stimmt, sondern weil sie sich falsch ernähren, weil sie zu wenig Sport machen, weil sie als Single leben und niemanden haben außer ihrer Katze, die Zuwendung gibt. Ja? Also man muss auch da vorsichtig sein in der Beurteilung. Okay. Aber die Frage ist, was kann ein Unternehmen tun, um dieses gute Betriebsklima zu schaffen? Ich habe vorhin gesagt, dass wir hunderte von psychologischen Gruppen gemacht haben. Fast alle Führungskräfte bei uns. Und wir haben nicht wenige, wir haben alleine über 100 Bezirksleiter, Verkaufsleiter und so weiter, haben schon bei gruppendynamischen Kursen mitgemacht. Und haben gelernt, wie kritisiere ich jemanden, ohne ihn zu verletzen. Ja? Oder wie entsteht eine Streitkultur? Und dass auch für eine Streitkultur in einem Unternehmen ein Mindestmaß an Selbstbewusstsein nötig ist. Und dafür ist aber auch Offenheit nötig. Und dafür ist Vertrauen nötig. Und Vertrauen veredelt die Seelen der Menschen. Misstrauen behindert sie in ihrer Entwicklung. Das sind Grundlagen. Hierarchie ist nicht wichtig. Krawatte ist nicht wichtig. Aber ein freundliches Wort ist wichtig. Empathie ist wichtig. Und für die, die nicht wissen, was Empathie ist, es geht nicht um Antipathie, um Sympathie. Es geht darum, auch den Menschen so wahrzunehmen, wie er ist. Begegnung, menschliche Begegnung ist wichtig. Und dann entsteht auch die Bereitschaft, mitzumachen. Und ich verdiene mehr, aber ich habe deshalb nicht kein schlechtes Gewissen. Aber jeder bringt sich ein bei mir im Unternehmen und auch der Chef. Und aus diesem Geist der Gemeinschaft heraus entsteht auch wirtschaftlicher Erfolg und sozialer Erfolg sowieso. Herr Schorren. Ich habe schon in verschiedenen Einrichtungen gearbeitet. Ich muss sagen, es gibt dann auch Leute, die die erwartbaren Aufgaben nicht erfüllen.
Und von solchen Mitarbeitern muss man sich nach Konfliktgesprächen definitiv auch trennen können. Sonst kann, muss sagen, auch das, so ein Faulheitsprinzip, der sagt, der macht ja auch so wenig, mache ich auch weniger. Also es motiviert dann nicht. Auf der anderen Seite aber dürfen wir nicht alles, muss sagen, den Menschen und den Arbeitnehmer und die Arbeitnehmerin nicht nur ökonomistisch sehen. Es gibt schwächere Mitarbeiter, die nicht so viel können. Das muss auch ein Betrieb tragen haben können. Wir auch. Nicht faule, nicht unzuverlässige, nicht zu spät kommende, die morgens aus dem Bett kommen und so. Das meine ich nicht, sondern es gibt Leute, die einfach nicht so viel können. Und ich finde, die sollten wir doch in unserem reichen Land mit integrieren können und die ihnen entsprechenden Aufgaben geben. Weder zu hohe, an denen sie scheitern, noch zu geringe, die sie demütigen. Will ich Ihnen ein Beispiel zeigen? Dann können wir noch mal gucken, was man damit dann macht als Arbeitgeber. Und wir lernen einen Arbeitgeber kennen, der sich entschieden hat. Motivierte Mitarbeiter für seinen Malerbetrieb zu finden, für Firmenchef Lutz Krause fast aussichtslos. Wir haben Leute, die sind nicht leistungswillig, dass wir sagen, wir haben Vorgaben, ihr müsst die und die Leistung erbringen. Wir haben Leute dabei, die einfach qualitätsmäßig überhaupt nicht auf dem Stand sind. Da kann man die Arbeit überhaupt nicht verkaufen dem Kunden. Ja, wir haben auch Leute dabei, die durchaus den Eindruck hinterlassen, dass sie gar nicht fest arbeiten wollen. Unterwegs zur Baustelle in Berlin. 13 Mitarbeiter hat Lutz Krause derzeit. Auch am Wochenende schaut er selbst nach dem Rechten. Klar ist laut Arbeitsvertrag, um 7 Uhr beginnt die Arbeitszeit und zwar an der Wand beim Kunden und endet um 16 Uhr an der Wand beim Kunden. Und um diese Thematik alleine kreisen so viele unterschiedliche Ansichten in der Arbeitnehmerschaft, dass man da auch Anweisungen geben muss, so ist es und so wird es auch gemacht. Fleißige Malergesellen, ein zufriedener Chef, das geht nur mit Kontrolle, sagt Lutz Krause. Wenn es gar nicht läuft mit einem Mitarbeiter, dann bleibt Krause nur die Kündigung. Das allerdings ist mitunter gar nicht so leicht. Da hat ein Mitarbeiter, bekam von uns die Kündigung nach 5 Wochen. Nachdem wir ständig Mängelrügen von unseren Kunden erhalten haben, mussten wir uns von diesem Mitarbeiter trennen. Dieser Mitarbeiter ist zum Arbeitsgericht gegangen und hat für diese 5 Wochen eine Abfindung von 100 Euro erstritten. Für mich ein Skandal. Frau Greven, hätte der Malermeister Krause auch den Mitarbeiter behalten und durchschleppen sollen, der sich ja offensichtlich überhaupt nicht angestrengt hat und dem Betrieb nicht geholfen hat? Ich glaube, wir als Gewerkschaften sind nicht dazu da, damit sich alle Faulen und Menschen sozusagen bei uns vereinigen und wir für alle Menschen dieser Welt hier eintreten. Das ist nicht unsere Aufgabe. Aber genau hinzuschauen, um zu sagen, was ist denn der Punkt in dem Film gewesen? Da kam raus zu sagen, Menschen sind unqualifiziert, die sind nicht pünktlich. Und dann sage ich mir, natürlich muss es eine klare Ansage geben. Um 7 Uhr hast du da an der Wand zu stehen und um 16 Uhr endet es da. Wenn ich als Chef keine klare Ansage mache, ja, wie sollen die anderen denn wissen, dass um 7 Uhr da und um 16 Uhr Schluss ist? Und zwar für alle. Also das war jetzt irgendwie mir nicht so ganz klar, was da eigentlich hintersteckt. Also das hat er seinen Mitarbeitern ja klar bedeutet. 7 Uhr an der Wand, 16 Uhr weg von der Wand. Das sagt er ja ganz klar. Aber offensichtlich hat sich der Mitarbeiter nicht daran gehalten. Was soll er denn dann machen? Also natürlich müssen Arbeitszeiten eingehalten werden. Also das ist völlig klar. Und die Frage ist, er hat schlechte Arbeit abgeliefert. Dann haben die Menschen, bei denen da gemalt wurde, gesagt, war schlechte Arbeit. Was soll er machen? Also ich weiß nicht, ob man sofort kündigen muss. Ich denke, erstmal ein Gespräch natürlich. Zuerst das Gespräch und dann erstmal das Gespräch und dann zu schauen, wenn jemand diese Leistung nicht bringt oder es immer wieder Mängelrügen gibt, natürlich. So, dann kann man abmahnen, ja, und dann kann man es dokumentieren und dann muss man sich irgendwann als Arbeitgeber auch entscheiden, kann ich den Beschäftigten mit dieser Leistung noch weiterhin tragen oder nicht. Ist das ein typischer Fall, den Sie gut kennen, Herr Naujoks? Ja, in der Tat, in der Tat. Ich sehe quasi die vielen, vielen Arbeitgeber, die jetzt ihre Sendung anschauen und sagen, wir haben endlich mal einen Beitrag, der genau in die Wunde fasst und das Ganze auf den Punkt bringt. Insofern bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie diesen Beitrag gebracht haben. Na bitte. Aber es ist, nicht, ja, aber es ist doch nicht typisch. Es ist doch nicht typisch. Ich erlebe was anderes in den Betrieben. Ich bin in vielen Betrieben unterwegs. Ich erlebe was anderes. Wenn wir 100% Belegschaften haben, dann
sind vielleicht zwei, drei Beschäftigte, die sich so verhalten oder so handeln. Aber es sind eben wahrlich nicht alle. Und wir, dieser Filmausschnitt macht ja irgendwie, zeigt ja, oder da kommt raus, und das sagen Sie ja auch, so ist es. Und da stimme ich Ihnen voll zu, Frau Greven. Das ist genau richtig, was Sie sagen. Die meisten Menschen bringen sich wirklich ein. Da bin ich hundertprozentig Ihrer Meinung. Ja, ja. Es gibt immer schwarze Schafe. Aber die meisten sind pflichtbewusst und die wissen, ich kriege am ersten mein Gehalt. Und dafür leiste ich auch was. Ich habe 1600 Läden in Deutschland. Die würden ja gar nicht morgens pünktlich um 8 oder 9 aufgemacht, wenn der Mensch sagt, ich komme, wann ich will. Aber das werden Rossmann-Kunden selten erleben, dass sie morgens vor verschlossener Tür stehen. Herr Jäger. Ja, aber das ist doch wunderbar. Da können wir uns ja richtig einig sein. Die Frage ist doch nur, was machen wir mit den 2, 3, 4%, wie viel auch immer es sind? Weil das sind ja häufig, ich nenne sie mal die faulen Eier, die letztlich auch das Klima verpesten und die eigentlich viel Aufmerksamkeit fordern. Herr Jäger, Menschen sind keine faulen Eier. Da muss ich Ihnen widersprechen. Menschen sind auch, wenn sie Fehler machen, keine faulen Eier. Wir müssen jeden Menschen mit Verständnis sehen. Ich kann das stundenlang. Ich möchte Sie bitten, Menschen nicht als faule Eier zu bezeichnen. Ja. Das stört mich total. Das sage ich Ihnen so offen. Das ist in Ordnung, das habe ich verstanden. Worum es mir geht, ist Folgendes. Dass man einfach guckt, was macht dann eine Führungskraft und was ist die Aufgabe der Führungskraft an der Stelle? Sie muss nämlich dafür sorgen, dass dieser Mitarbeiter erstens mal wieder seine Leistung bringt. Und ich bin weit davon entfernt, deswegen gefällt mir nicht so schnell von Abmahnung und Kündigung zu sprechen. Ich glaube, es ist viel wichtiger erstmal, dass der Chef dem Mitarbeiter auch klar macht, wofür ist er eigentlich da und was hat er eigentlich, was die Basis dessen, was die Zusammenarbeit betrifft. Und die Zusammenarbeit, die Basis der Zusammenarbeit ist letztendlich Tauschhandel. Entschuldigung, manchmal ist es so einfach. Und ich glaube, dann ist es wichtig, dass dann ein Chef dafür sorgt, dass er erstmal seine Mitarbeiter auch darauf aufmerksam macht, dass er seinen Teil der Pflicht zu erfüllen hat. Und da würde ich mir ehrlich gesagt wünschen, dass Chefs viel, viel länger sich Mühe damit geben, diesen Mitarbeitern diesen Beitrag auch abzufordern und nicht so schnell hergehen und dann in Kündigung und ähnliche Maßnahmen auch ergreifen. Das würde ich mir sehr wünschen. Und gleichzeitig absorbiert es aber auch die Zeit dieser Führungskräfte. Auch das muss man mal sehen. Ja? Und wenn dann diese Zeit der Führungskräfte dann nicht mehr da ist, dann können wir uns wieder anhören, dass die vielen Guten eben nicht gelobt werden. Und das, finde ich, ist ein Dilemma, damit muss man auch mal aufhören. Aber er muss aber auch eine Atmosphäre schaffen, in der seine Mitarbeiter dort wissen, damit sie ihr Geld kriegen, muss gut gearbeitet werden. Das heißt, aus eigener Motivation. Das war mir ein klein wenig zu autoritär, so wie er sprach. In der Sache finde ich es völlig richtig. Ich habe selber einen Freund, der als Malermeister sagt, ich muss auch mal klar Kante zeigen jetzt. So geht es nicht weiter. Denn die müssen auch wissen, ich muss das Geld verdienen, damit sie am Monatsende ihr Geld auch bekommen. Dafür muss es eine Atmosphäre geben, eine gegenseitige. Ja, aber da würde ich gerne wunderbar anschließen, ja, zu sagen, wie, und nochmal auf mein Eingangsstatement, ja, wenn es hier in Deutschland so ist, dass mittlerweile jeder fünfte Beschäftigte nur noch für 9 Euro oder maximal 9 Euro arbeiten muss, dann hat das wenig mit Wertschätzung zu tun, dann hat das wenig auch mit Transparenz zu tun und wenig damit zu tun, dass man nachvollziehen kann, warum denn der Chef oder wer auch immer oder das Unternehmen sozusagen nur 4, 5, 6, 7 Euro pro Stunde bezahlt. Und ich finde, das ist die Basis. Da müssen wir anfangen. Es muss in diesem Land es unmöglich sein, dass Stundenlöhne in der Form weitergezahlt werden, wie sie gezahlt werden. Da muss eine Veränderung ganz dringend hin. Und wir brauchen halt den Mindestlohn mindestens von 8,50 Euro. Aber was auch gesagt worden ist, ohne dass wir noch mal zur Grundüberzeugung der Gewerkschaften kommen und ihren Grundanliegen, was sie vortragen. Ich will anknüpfen an den Punkt, den wir eben hatten. Das ist hier verschiedentlich gesagt worden. Ein Chef muss dann besser kommunizieren auch. Er muss das Gespräch suchen. Es muss noch von mir aus einen Vorschritt geben zur Abmahnung und zur Kündigung. Und da haben wir ja in den zurückliegenden Wochen einen Fall gesehen, bei dem sich sehr, sehr viele Menschen darüber unterhalten haben. Hat dieser Chef denn nun richtig reagiert oder nicht? Wir haben eben unsere Pressemitteilung auch verteilt dazu. Ist noch nicht verteilt. Das hatte ich gerade vor 20 Minuten noch gesagt. Es wäre schön, wenn die Zahlen verteilt werden. Bei Grafiken. Reden Sie nicht, sondern sagen Sie nur, dass die Zahlen jetzt verteilt werden. Meine Kollegen kümmern sich ja schon. Und so lange verlasse ich jetzt noch mal diese Pressekonferenz, bis Sie wenn Sie die Zahlen verteilt haben, sagen Sie mir Bescheid. Okay. Das hatte ich Ihnen vor einer halben Stunde gesagt. Sorry.
Und ich hatte die Wette angeboten, Sie werden sie nicht verteilt haben. Vor einer halben Stunde. Gut. Ich kümmere mich, wir sehen uns gleich. Kann mir mal einer den Offer herholen? Wir warten noch, bis der Offer da ist. Er soll den Scherbenhaufen schon selber genesen. Zeigen Sie mir mal, was Sie verteilen lassen. Ich bin vorsichtig. Herr Heger. Geht gar nicht. Entschuldigung, geht gar nicht. Sorry. Also Kritik vor anderen geht nicht und schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Also das, bei allem Respekt für das, was der Herr Schäuble sicherlich für unser Land geleistet hat, aber Entschuldigung, das geht nicht. Das ist völlig inakzeptabel und da würde man sich sehr wünschen, dass ihn einer unterbricht. Ja? Gleichzeitig, wie Herr Offer da wie so ein dummer Junge durch die Gegend geschickt wird, ich glaube, so darf man keinen Mitarbeiter behandeln. Entschuldigung. Herr Nauitz, was sagen Sie? Hat er überzogen, Herr Schäuble, oder hat sich Herr Offer möglicherweise auch falsch verhalten? Also ich denke, da werden wir uns hier alle einig sein, dass das natürlich überzogen ist und dass das natürlich nichts mit respektvollem Miteinander zu tun hat. Nur trotzdem, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es schade, was damals daraus gemacht worden ist. Das ist ja jetzt 3-4 Wochen her. Ja. Herr Schäuble hat so viel für dieses Land getan und dann wird da ein solcher extremer Fall rausgemacht. Das hat mir nicht gefallen und das geht nämlich genau auch in diese Richtung, daraus diese Neigung, die hier in Deutschland mittlerweile herrscht, den Arbeitgeber per se als Täter und den Arbeitnehmer per se als Opfer darzustellen, das ist der falsche Weg. Haben Sie es auch so verstanden, Herr Schäuble? Also ich habe erstmal großen Respekt vor der Leistung von Wolfgang Schäuble. Und ich glaube nicht, dass er sich ansonsten so verhält, so wie ich es sonst erlebe. Glaube ich auch nicht. Und wenn ich weiß, aus welcher persönlichen Situation er gerade kam, war er offensichtlich auch angeknackst. Mhm. Also als mildernde Umstände. Aber wenn er öffentlich sagt, der Offer, dreimal der Offer, und er soll seinen Scherbenhaufen genießen, das geht nicht. Das geht vor allen Dingen dann nicht, wenn er hinterher nicht eine richtige Form findet, sich dafür zu entschuldigen. Das ist wichtig. Das finde ich schon. Er hat sich ja entschuldigt. Das können wir uns mal kurz anschauen, was er gesagt hat. Und dann das reicht mir nicht aus so. Helfen Sie man mir kann auch als Chef mal zugeben, dass man Mist gemacht hat, selbst wenn man Wolfgang Schäuble ist. Gucken wir mal, wie er sich entschuldigt hat. Wenige Tage nach seiner Pressekonferenz sagte Finanzminister Schäuble: Bei aller berechtigten Verärgerung habe ich vielleicht überreagiert. Lassen Sie nicht als Entschuldigung gelten. Sie, Herr Rossmann? Ja, also es ist einfach ein Gebot der Ehrlichkeit. Als ich jünger war, bin ich auch sehr emotional und da bin ich auch mal zu weit gegangen. Ich habe mich natürlich hinterher entschuldigt und zwar richtig, nicht so lapidar. Ich habe mich richtig entschuldigt. Unmöglich ist es. Richtig entschuldigen. Richtig entschuldigt, wenn es einem auch leid tut, Frau Will. Mhm, ja, okay. Wenn ich was falsch, vielleicht habe ich Sie, will ich mich bei Ihnen entschuldigen. Aber das hat mich irgendwie in dem Moment gestört und ich bin impulsiv. Ja, aber ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen, dass ich etwas. So, aber. Sehr gut. Ja, also es ist wichtig, dass Menschen authentisch sind und echt sind. Und vor laufender Kamera geht gar nicht. Ich habe eine Information und die sage ich hier auch im deutschen Fernsehen. Das war eigentlich der Endpunkt der Geschichte, weil zwischen Herrn Offer und Herrn Schäuble hat es vorher Dinge gegeben. Also das war der Tropfen, der das zum Wasserglas überlaufen ließ. Das sind meine Informationen. Aber die legitimieren das ist keine Entschuldigung für Herrn Schäuble. Sowas ist unmöglich, das geht nicht. Ne? Mhm. Aber verstehen Sie als Chef mal, ich erwarte, dass mein Mitarbeiter zum richtigen Zeitpunkt für eine Pressekonferenz das auch vorlegt. Darum ging es in diesem Fall gar nicht. Es ging um eine... Das darf ich nicht öffentlich sagen. Es ging eigentlich um was ganz anderes, wo der Schäuble unglaublich ärgerlich war. So, und das kann ich in gewisser Weise verstehen, wenn meine Informationen richtig sind. So, das war nur der Tropfen. Das war der Tropfen, der das Wasserglas zum Überlaufen brachte. Trotzdem durfte Schäuble das auf keinen Fall. Ich sehe die Presse, die sich natürlich auf diesen Moment und auf diesen Sachverhalt jetzt nur stört. Und es ist auch totaler Stress vor laufender Kamera. Totaler Stress. Wie Chefs mit Mitarbeitern umgehen, normalerweise ist man nie dabei, aber ich habe Sie richtig verstanden, das darf in einer solchen Situation auch nicht sein. Wann immer man mit einem Mitarbeiter ein hartes Wort zu sprechen hat, dann tut man das offensichtlich hinter verschlossenen Türen.
Das ist schon mal eine Erkenntnis, die wir aus der Sendung mitnehmen. Auch da die noch, dass man sich hier eine Kultur von Anerkennung wünscht. Und wie wir gehört haben, das könnte auch möglich sein. Allerdings kennen hier manche in der Runde auch Härten in Arbeitswelten, die das möglicherweise nicht ganz zulassen. Das also die Diskussion heute. Tom Boro macht weiter mit den Tagesthemen. Tom, was habt ihr vor? Ihr beschäftigt euch, glaube ich, noch mal mit WikiLeaks, aber ganz anders und ganz neu, oder? Ja, so ist es, Anne. Schweden, Australien und Interpol, alle sind sie hinter WikiLeaks-Gründer Assange her. Und immer mehr Partner verweigern dem Internetportal den Dienst. Aber Unterstützer springen in die Bresche. Ein Großteil der umstrittenen Daten wird in Schweden vermutet. Und wir zeigen, wo. Das ist spannend. Jetzt in den Tagesthemen. Morgen bei Reinhold Beckmann das Thema Sterbehilfe. Und unter anderem wird zu Gast sein der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, nämlich Nikolaus Schneider. Empfehle ich Ihnen auch sehr. Bedanke mich herzlich für eine streitbare Runde, an deren Ende eine Entschuldigung stand. Na bitte. Klasse, dass Sie da waren. Danke an Sie, meine Damen und Herren. Am nächsten Sonntag wieder. Tschüss.